Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin Edition Never Used One. Beim letzten Mal haben wir unseren sechsten Orden ergattern können. Den Minenorden, das ist dieser hier, der schon wieder etwas verblichen ist. Das soll uns aber nicht stören. Außerdem haben wir beim letzten Mal uns mit Professor Eibe unter anderem getroffen, der uns zum See der Kühnheit geschickt hat, wo eine riesen Explosion stattgefunden haben soll. Und es liegt jetzt an uns, das zu überprüfen. Und nach einem See sieht das hier mal gar nicht aus. Und da steht ein Rüpel von Team Galactic. Wer hätte es erwartet? Wir hatten es ja schon im letzten Part vermutet, dass sie höchstwahrscheinlich hier eine Galaktikbombe wieder gezündet haben. Aber das scheint kein Trainer zu sein. Nächster Halbsee der Wahrheit. Der nächste Ort, der einer Zivilisation am nächsten kommt, ist das Kaff Zweiblattdorf. Keiner wird sich uns also entgegenstellen. Das werden wir mal sehen. Wir kommen ja schließlich aus diesem Kaff Zweiblattdorf und diesem Karpador. Ein Karpador zappelt hilflos am Boden. Da ist eine Pfütze. Rette dich, Karpador. Oh, das spiegelt sich sogar dann noch. Ja, ganz nett gemacht eigentlich. Aber ich glaube, du bist ein Trainer, oder? Jo. Möchtest du dich mit dem Karpador anschließen und hilflos im Matsch zappeln? Na, schauen wir mal, wer gleich im Matsch zappelt. Aber man fragt sich natürlich immer noch, was ist eigentlich das Ziel dieses Team Galactic? Charmian dürfte kein Problem sein für unser Yoshi. Wie sieht das Level technisch eigentlich aus? Ja, sehr ausgeglichen, sehr schön. Warum Team Galactic diese Seen jetzt hier untersuchen möchte anscheinend. Wir haben ja von Professor Eibe gehört, dass sich an jedem dieser Seen ein legendäres Pokémon befinden soll. Und die will anscheinend Team Galactic stehlen oder fangen. Oder was auch immer. Auf jeden Fall haben sie irgendeinen Plan mit diesem Pokémon vor, was auch mit der Höhenmalerei zu tun hat, die wir in Elysius gesehen haben. Und wenn man diese drei Pokémon vereint, wird vielleicht irgendetwas Besonderes passieren. Aber ich denke, das werden wir bald noch herausfinden. Hier ist ein Kramurx, bei dem ist Fettwurf sehr effektiv. Da reichen auch schon zwei Treffer aus. Und der Galaktik-Rüpel oder die Rüpelin, die weibliche Form vom Rüpel, Rüpelin, keine Ahnung. Jedenfalls ist sie besiegt. Und hier liegen noch jede Menge Karpadors. Wow, und da ist gleich ein ganzer Haufen. Und ich meine mich zu erinnern, dass hier auch ein Item versteckt ist irgendwo. Schauen wir mal ganz kurz. Wusste ich doch, ein KP Plus. In der Pfütze. Das sozusagen. Selbst Team Galactic hat keinerlei Verwendung für Karpador. Ja, wen wundert's? Dieses hilflose Fisch-Pokémon und noch mehr Karpadors und noch mehr Krater. Und ich glaube, du bist auch ein Trainer. So sieht's aus. Wir haben die Galaktik-Bombe gezündet. Ihre Sprengkraft war enorm. Ja, das haben wir mitbekommen. Das Beben war bis Fleetburg zu hören. Und das mal am ganz anderen Ende von der Region Sinnoh. Jetzt kommt ein Golbat, aber auch da ist die Yoshi im Vorteil mit Felswurf. Horrorblick, wir können nicht fliehen, das beschleunige ich mal jetzt mal ein bisschen. Denn drei Treffer dürfen wir ja nicht überleben. So sieht's aus. Und Golbat geht down. Vielleicht reicht das sogar schon für ein Level up. Jawohl! Jetzt dürfte es auch nicht mehr so lange dauern, bis Yoshi sich entwickelt. Aber ich glaube jetzt noch nicht. Ich glaube, das war erst Mitte 40 irgendwann. Aber Yoshi hat jetzt erstmal eine Pause verdient. Dreamy kommt nach vorne. Da fällt mir ein... Oh, noch ein Schutz drauf. Wir müssen Flamara auch noch einen Spitznamen geben. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der Namensbewerter sitzt. War es in der letzten Stadt oder in der nächsten Stadt, wo wir hinkommen? Auf jeden Fall haben wir ihn noch nicht getroffen.
muss ich mich dann auf jeden Fall daran entsinnen. Anstelle unseres Bosses werde ich dich für deinen Widerstand bestrafen. Ja, das glaubst auch nur du. Selbst dein Boss hatte gegen uns keine Chance. Galaktik-Boss Cyrus, den wir auch in Elysis das erste Mal getroffen haben. Geliebunkel. Kampf und Gift. Effektiv. Oder schwach gegen Flugattacken. Ich glaube, auch hier werde ich mal beschleunigen. Diese ganzen Zufallskämpfe hier. Zumindest wenn das so viele sind von Booster. Da wechseln wir mal kurz nochmal zu Yoshi. Da hat von Booster nichts zu melden. Feuerzahn. Nicht effektiv. Im Gegensatz zu dem Feldwurf, da reicht sogar ein ganzer Treffer. Skunkaboo. Macht Samara mal weiter. Der auch mal bald eine neue Attacke lernen dürfte. Hoffentlich ist es nicht effektiv. Müssen wir mit Blut mal angreifen. Na, ja, zieh über die Hälfte ab. Ganz gut. Und tschüss. Na, ja, dann kommen Erfahrungspunkte und noch ein Charmian. Das sind immer so die Standard-Pokémon von Team Galactic hier. Vor allem Charmian und Skunkaboo. So eine Art Rettern und Smogon der ersten Generation. Und noch eine Glut. Und auch Charmian. Ist besiegt. Und jetzt dürfen wir gespannt sein, was in dieser kleinen Höhle da sich befindet. Ist da etwa der Galaktik-Boss? Aber vorher schauen wir uns noch hier ein bisschen um. Aber hier scheint nichts außer Carpador zu sein. Da läuft noch ein Galaktik-Rüpel rum. Was machst du hier? Du willst die Explosion untersuchen? Bah, ist ja auch egal, wer du bist. Das macht eh keinen Unterschied mehr. Denn jetzt brechen wir wirklich interessante Zeiten an. Alle legendären Pokémon werden in unser Hauptquartier in Schleide gebracht. Aha, also ist das tatsächlich das Ziel von Team Galactic, warum auch immer. Kühnheitsgrotte, und wer steht da denn? Sie sieht zwar ein bisschen aus wie Cyrus, aber wie Cyrus. Aber ich glaube, das ist er gar nicht, oder? Die Mission verläuft wie am Schnürchen, da wird der Boss sehr froh sein. Alles für alle und das Beste für Team Galactic. Wo? Ne, du bist nicht Cyrus. Ich kenne dich doch. Du bist doch das Kind, das im Ewig genau das Gebäude vom Team Galactic überfallen hat. Pfifft! Jupiter sollte sich schämen, dass sie sich von einem Kind in die Knie hat zwingen lassen. Jeder, der sich Team Galactic in die Welt stellt, wird die Konsequenzen spüren. Jeder noch so kleine Pieps gegen uns wird von uns übertönt. Und das ist der dritte Commander von Team Galactic. Saturn. Mars und Jupiter haben wir schon kennengelernt. Und auch der dritte, wie soll es anders sein, ist nach einem Planeten benannt. Der einzige Typ im Übrigen. Gegen Golbert hat Dreamy nicht so viel zu melden. Da wechseln wir mal lieber zu Tafnut. Level 38 ist der auch schon. Toxin. Das ist böse. Schwer vergiftet. Das heißt, den Kampf sollten wir relativ schnell zu Ende bringen. Machen wir mal Ladungsstoß. Und schauen, wie viel das abzieht. Oh, knapp die Hälfte. Könnte eng werden mit einem zweiten Ladungsstoß. Und das Gift wirkt natürlich auch noch. Machen wir mal einen Funkensprung. Der physische Angriff ist ja etwas stärker von Tafnut. Könnte sich ausgehen. Und tut es auch. Sehr schön. Golbert schon mal down. Und nochmal durch das Gift geschädigt. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall auswechseln. Toxiquark. Die Weiterentwicklung von Glibunkel. Und wir haben immer noch keine Psychoattacke. Aber auch mit einer Flugattacke sollten wir dann ganz gute Chancen haben. Typkampfgift. Level 40 ist ja auch schon. Windstoß. Ja, Dreamy braucht unbedingt mal neue, bessere Attacken. Gigasauger hat er ja schon. Oh, zieht nicht mal die Hälfte ab. Jetzt müsste er noch irgendwann Psi-Strahl oder Windschnitt oder sowas lernen. Vergeltung, Kampfattacke. Nicht effektiv, aber nicht wenig abgezogen. Gift-Hieb hinterher. Oh, das ist böse.
Das sieht doch gerade einen guten Angriff. Habe ich ihn anscheinend unterschätzt? Na komm, Flamara, musst du den Rest machen. Sicher jetzt aber mit einem Feuersturm. Giftdieb, der scheint auch relativ schnell zu sein. Und haut so richtig rein mit seinem Giftdieb. Jetzt ist Flamara auch noch vergiftet. Aber der Feuersturm sollte eigentlich ausreichen. Nein, er hat überlebt. Und er hat auch noch irgendeine Beere bei sich. Eine Zitrobeere. Na, dann ist Flamara jetzt auch schon mal down. Stattdessen können wir die Chance nutzen, jemanden zu heilen. Am besten mal Tafnut. Denn auch Yoshi ist gegen Kampfattacken wie diese hier, gegen Vergeltung, anfällig. Deswegen muss Tafnut jetzt möglichst mit einem Funkensprung den Rest machen. Sonst könnte es wirklich eng werden. Müsste aber schneller sein, sehr schön. Bin gespannt, wer sein drittes Pokémon ist. Wow, hat der überlebt, du dickes Ei. Aber paralysiert. Und er kann ihn angreifen. Und wieder Schaden durch das Gift. Ich hoffe, er setzt keinen Trank ein. Macht er nicht. Sehr schön. Dann war es das jetzt aber auf jeden Fall. Harte Nuss, dieses Toxicroak. 1500 Erfahrungspunkte für Tafnut. Wow. Und jetzt kommt noch ein Bronzel. Na toll, da wäre jetzt Flamara natürlich gut gewesen. Was machen wir da? Fischelle. Wasserattacken müssten da normal effektiv sein. Hat halt eine gute Typenkombination. Stahl und Psycho. Aber Surfer dürfte da eigentlich reinhauen. Jo, normal effektiv, sehr schön. Ja, macht aber nicht sehr viel Schaden. Felsgrab. Dürfte auch nicht so viel Schaden machen, aber sinkt die Initiative. Fischer ist trotzdem noch schneller. Und ich hoffe, ein dritter Surfer wird ausreichen, könnte wieder knapp werden. Wieder Felsgrab. Sinkt nochmal die Initiative. Jetzt wird Bronze wahrscheinlich angreifen, immer noch nicht. Ja, der hat einen verdammt schlechten Initiativewert. Ist schon im roten Bereich. Ne, hat ausgereicht. Sehr gute Arbeit, Fischer. Das dafür nicht mal 600 Erfahrungspunkte. Du bist stark, jetzt verstehe ich, warum du uns so irgendwas machen konntest. Selbst ich, Commander, kann uns gerade mal etwas Zeit verschaffen. Aber es ist schon in Ordnung so. Ein Kind wie du wird es niemals schaffen, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen, ohne unterzugehen. Team Galactic will die drei legendären Pokémon aus den Seen fangen. Und mit ihren Kräften werden wir ein vollkommen neues Universum schaffen. Mars sollte mittlerweile das Pokémon vom See der Wahrheit gefangen haben. Was? Und Tafnut ist nur vergiftet, aber das macht nichts. Hast du ein Item eigentlich gefunden? Jo, nee, doch nicht. Ich krieg kein Item. Jo. Team Galactic hat also das Ziel hier an diesem See erreicht. Und er sagte, am See der Wahrheit wollen die ebenfalls ein Pokémon fangen. Und dort begeben wir uns mal ganz schnell hin. Dazu fliegen wir am besten nach Splay 222 Blattdorf. Ich hoffe, da können wir uns auch bei unserer Mutter heilen. Müsste aber eigentlich gehen. Sonst muss ich vorher noch mal kurz in ein Pokémon Center. Hallo Mutti, lange nicht gesehen. Willkommen zu Hause, Kenner. Gehst hier in den Pokémon gut? Hol ich doch etwas aus. Jo, sehr schön. Aber jetzt sofort weiter. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Team Galactic scheint auch an diesem See der Wahrheit zu sein. Und da waren wir mal ganz am Anfang des Spiels, wo wir mit Barry zusammen den Ruf eines legendären Pokémon gehört haben. Und da ist Professor Eibe. Oh, klar, welch ausgezeichnetes Timing. Team Galactic, diese Schurken suchen das legendäre Pokémon. Du musst uns hier helfen. Gerne doch. Ach, und hier scheinen Doppelpimpfe stattzufinden. Unsere Aufgabe ist es, dich hinzuhalten, und diesen Job erledigen wir jetzt. Na, versucht's mal. Um der Welt Frieden zu bringen, müssen wir sie zuerst beherrschen. Na, das ist auch mal eine Logik. Aber hier werde ich mal wieder beschleunigen, glaube ich. Oh, hier drei Pokémon. Er hat ein Gliebunkel, das schalten wir gleich mal zuerst aus.
Da müssen wir zu zweit nur noch gegen 1 kämpfen. Aber die Pokémon hier dürfen sowieso kein großes Problem darstellen. Muggelhieb, Dreamy schreckt zurück. Blödes Vieh. Wow, da reicht sogar ein Biss aus. Eine Schlammbombe. Sehr effektiv. Ach stimmt, das war von Typ Boden, die Attacke, nicht von Typ Gift. Und ich glaube, die Genauigkeit wurde gerade auch noch gesenkt. Das ist nicht so schön. So, du kümmert sich jetzt um Gliebunkel und du haust Golbat mal einen Feuersturm ins Gesicht. Ich hoffe, das wird ausreichen. Bei Gliebunkel auf jeden Fall, das ist klar. Flamara erreicht Level 41. Flügelschlag. Oh, warum hat das denn gegen Flamara eingesetzt? Das war etwas blöd. Dreamy hätte da wesentlich mehr Schaden genommen. Und auch Dreamy erreicht Level 41. Sehr schön. Käfergebrumm. Moment mal, da muss ich mal kurz die Beschleunigung rausnehmen. Es ist eine Spezialattacke. Typ Käfer. Silberhauch hat Stärke 60 nur. Käfergebrumm hat eine Stärke von 90 und ist auch spezial. Und hat 10 AP auch noch. Anwender schlägt mit Flügeln und erzeugt Schockwelle. Senkt gegnerische Spezialverteidigung. Ha ha ha. Silberhauch hat halt die minimale Chance, die ganzen Werte von sich selbst zu steigern. Aber hat nur eine Stärke von 60 und eine AP nur von 5. Also das Käfergebrumm schon deutlich stärker. Silberhauch haben wir notfalls auch noch als TM dabei. Oder können ihn auch wieder beim Attackenverlerner wieder erlernen lassen. Das sollte nicht das Problem sein. Deswegen nehme ich Silberhauch hier mal weg. Käfergebrumm. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Dreamy die Attacke lernt. Sehr schön. Eine richtig gute Käferattacke. Könnte sogar vom Stärkewert die stärkste sein. Mir fällt momentan keine bessere ein. Aber gegen Kramux nützt Käfergebrumm nichts. Wobei, dürfte normal effektiv sein. Der ist ja Unlicht im Flug. Auf jeden Fall fällt mir keine stärkere Attacke als Käfergebrumm ein, die vom Typ Käfer ist. Kreuzscher hat, glaube ich, nur eine Stärke von 85 oder 80 sogar nur. Jo, und das Käfergebrumm, das haut doch mal rein. Meine Fresse doch. Sehr schön. Na, trotzdem wäre es mal schön, wenn er eine stärkere Flugattacke und oder Psi-Strahl oder sowas lernt. Erster Doppelkampf vorbei. Wen wollen wir jetzt nach vorne? Taffblatt und Rihorn ist auch ein gutes Gespann. Vor allem bei Doppelkämpfen. Los geht's. Und da sehen wir auch schon Commander Mars mit Lucia da zusammen. Ich befördere deine Pokémon in die Erdumlaufbahn. Mal diese Drohung hier. Wir bekommen einen ordentlichen Bonus, wenn diese Mission ein Erfolg wird. Oh, den Bonus kannst du dir abschminken. Und nochmal beschleunigen bitte. Und wieder so die üblichen Pokémon von Team Galactic und Booster, Skunkapu. Toughness machen. Ladungsstoß. Macht Rehorn bekanntlich keinen Schaden und du kannst 12-Wurf auf den Booster machen. Skunkapu ist auch noch paralysiert, was will man mehr? Nachthieb auf Tafnut. Ebenfalls wieder Feuerzahn. Steckt aber ganz gut weg. Und von Looster ist schon mal weg. Und jetzt kommt noch ein Charmian. Nochmal ein Ladungsstoß. Und du kannst mal einen Stampfer zur Abwechslung machen. Kratzfurie geht daneben. Stampfer ins Gesicht. So. Nachthieb wieder auf Tafnut. Und nochmal Attacke. Nein, aufs Kunkapu bitte. Und mal schauen, was jetzt noch kommt. Da ist gar kein Ziel. Hast du richtig erkannt. Noch ein Hunduster. Funkensprung. Stampfer dürfen ausreichen. Und tschüss Hunduster. Für dich wird's Zappenduster. So, und damit sind auch die beiden Galaktikrüpel besiegt. Eine epische Tragödie. So sieht's aus. So, und jetzt müssen wir höchstwahrscheinlich nochmal gegen Commander Mars kämpfen. Vorher nehmen wir noch einen Hypertrank von Tafnut. Und tauschen ihn mal gegen Frischerle aus. Schon ein bisschen angeschlagen, unser Tafnut.
Gut, aber an dieser Stelle würde ich sagen, bevor es hier weitergeht, mach mir an dieser Stelle einen Cut. Und werden beim nächsten Mal dann erfahren, was mit dem Pokémon, mit dem legendären Pokémon an diesem See passiert ist. Also bleibt dran bei Let's Play Pokémon Platin Edition Never Used One. Ich bedanke mich für euer Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Euer Killer.